Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und damit begrüße ich euch auch ganz herzlich heute Abend. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend mit uns einmal Worte aus der Bibel zu behandeln, mit uns zusammen Jugo zu feiern. Das ist einfach schön. Vielleicht hast du das Teaser-Video gesehen unter der Woche, schon von einigen gehört, die es bis zum Ende nicht gedacht haben, was da passiert. Aber es war doch recht kalt, einmal kurz in den See zu springen, aber es war doch ganz witzig. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch eingeladen gefühlt und habt Lust, mit mir heute einfach mal in die Bibel zu schauen. Und die erste Frage, die mir diese Woche kam, ist: Welche Eigenschaften hat eigentlich Feuer? Feuer oder Licht brennt, es ist hell, es spendet Wärme. Wenn es ein großes Feuer ist, kann ich es auch aus weiter Entfernung sehen. Und ihr habt es gerade eben in dem Bibeltext gehört, es erhellt den Raum. Hier sind jetzt gerade die Lampen an. Wenn das alles stockenduster wäre, würdet ihr mich wahrscheinlich gar nicht sehen. Und deswegen habe ich mir überlegt, als ich das Thema für mich so entdeckt habe, ich möchte mit euch gerne über das Thema Brennen oder brennst du noch reden. Wir reden immer häufig davon im Glauben, dass wir für Gott brennen sollen, dass wir ja sein Feuer in uns einfach aufrechterhalten sollen, also lodern lassen. Denn wir haben es gerade im Text gelesen, wir sind das Licht der Welt. Das heißt, jeder, der hier ist, du zu Hause und jeder andere ist Licht für andere. Jeder spendet Wärme. Jeder zeigt anderen den Weg. Und besonders möchte ich darauf eingehen, dass, was mir diese Woche, am Anfang der Woche passiert ist. Und zwar, wer es nicht weiß, ich wohne nicht in Bremen derzeit, ich wohne in Oldenburg. Und in Oldenburg gehe ich auch in eine Gemeinde. Die ist natürlich genauso wie wir gerade nicht in Präsenz, sondern wir dürfen Gemeinde nur von zu Hause erleben. Das heißt also, wir haben uns online getroffen auf einer Online-Plattform und haben da miteinander gechattet und miteinander gesprochen und uns gesehen per Videocam und so weiter und so fort. Und es ging am Montag, war das, um das Thema Gemeindearbeit. Und wir haben ganz viel darüber geredet und uns ausgetauscht. Und ganz am Ende, als das Thema vorbei war und alle Diskussionen fertig waren, meldete sich ein junger Mann. Der junge Mann heißt Mike. Und Mike hat eine Eigenschaft, die, würde ich sagen, die habe ich auch. Und zwar redet Mike gerne. Und Mike sagte: Hey Leute, wir dürfen aber nicht vergessen, dass der Glaube nicht hier an der Schwelle zur Kirche oder zur Gemeinde aufhört. Also wir haben ganz viel über die Gemeindearbeit geredet, was wir in der Gemeinde tun. Aber er meinte: Hey Leute, wenn ihr euch aus der Kirche rausgeht, dann hört da für euch der Glaube nicht auf. Ihr seid draußen genau der gleiche Mensch wie hier in der Gemeinde. Und er hat den Appell an uns gegeben: Wir müssen den Glauben auch außerhalb von der Gemeinde weitertragen. Und viele von uns, die das gehört haben am Ende, dachten sich: Aber es war doch jetzt so ein tolles Thema und wir haben doch alle gehört und waren doch alle voll dabei. Und dann sagt Mike plötzlich: Ey, ganz ehrlich, das reicht nicht, dass wir nur in der Gemeinde arbeiten und nur in der Gemeinde selbst so brennen, sondern wir müssen auch außerhalb der Gemeinde Glauben zeigen. Nicht nur in uns, sondern auch aus uns raus. Und dann habe ich eine Nachfrage gestellt und habe gesagt: Hey Mike, du bist doch so ein toller Typ. Du liest doch bestimmt jeden Tag in der Bibel. Du hast doch bestimmt so einen Bibelleseplan. Und du bist doch auch sonst richtig fest im Glauben. Und du bist doch auch ein Vorbild.
Du bist doch auch einfach ein Vorbild für andere Menschen im Glauben. Und trotzdem sagst du, ey, du trägst das jetzt nicht raus aus der Gemeinde? Und dann sagt er zu mir, hey, trotzdem brenne ich noch nicht überall. Trotzdem brennt das Feuer in mir noch nicht überall in meinem Leben. Und er nannte ein Beispiel. Er hat gesagt, wenn ich zum Beispiel Auto fahre und mich nerven andere Menschen im Straßenverkehr, dann schreie ich die auch einfach mal an. Dann sitze ich im Auto und schreie gegen mein Lenkrad und fluche wie sonst was. Wenn der mir die Vorfahrt genommen hat oder der mal wieder zu langsam angefahren ist oder ähnliches, dann packt es mich und dann bin ich einfach sauer. Und dann sagt er zu mir, und an der Stelle, da brenne ich noch nicht für Gott. Da vergesse ich mal kurz meinen Glauben. Da komme ich aus mir raus und ja, bin in dem Moment einfach wütend auf den anderen Menschen. Gerade wenn wir Stress haben, das heißt, wird uns häufig dann Unrecht getan und wir fahren aus unserer Haut raus und denken uns, oh Mann, wie in der Situation von Mike, wieso fährt der mir jetzt hier vorne rein? Oder wieso ist er nicht so schnell wie ich? Ich habe für mich überlegt, ob ich auch eine Situation in meinem Alltag habe, wo ich auch aus mir rauskomme und was mich manchmal einfach wütend macht. Auch wenn ich häufig einfach sage, das stört mich jetzt gar nicht. Und ich stehe aber manchmal auch beim Einkaufen in der Kasse und wir kennen das vielleicht, dann steht vor uns eine ältere Dame oder ein älterer Herr und zählt ganz gemütlich das Kleingeld. Warten Sie kurz, wie viel? 51 Cent? Ah, warten Sie kurz, 20, 30, 50. Und dann stehe ich da schon und denke mir, oh ja, okay, gleich hat sie es und dann, ah, blöd, ich habe nur 50. Nee, 51 habe ich nicht. Ja, dann müssen wir es doch einen großen Schein machen. Nimmt das ganze Kleingeld zurück und holt ihre Scheine raus. Oh, da, ja, da muss ich bei mir selber schon gucken, dass ich nicht völlig an die Decke gehe. Und dabei liegt das ja auch gar nicht an der Person selbst, die vor uns steht, sondern es liegt daran, dass ich gerade Stress habe, dass ich gerade im Zeitstress bin, dass ich mal wieder auf den letzten Drücker einkaufen war oder noch einen Termin habe oder ähnliches und ja, einfach gerade keine Zeit habe. In solchen Situationen fehlt mir oder auch Mike, wenn er Auto fährt, die Nächstenliebe, die Rücksichtsnahme, dass ich einfach mal gucke, hey, wie geht's dem anderen Menschen da eigentlich gerade dabei? Das fehlt da teilweise komplett. Und deswegen ist mein erster Punkt der Stress, der uns ja, davon trennt, dass das Feuer Gottes in uns immer zu jeder Sekunde in unserem Leben brennt. Denn Stress kann dazu beitragen, dass wir gerade sowas wie Nächstenliebe, wie Rücksicht einfach mal völlig vergessen. Und ich lade dich ein, wenn du gerade ja, von zu Hause zuschaust, uns vielleicht auf YouTube siehst oder auf Instagram, dass du einfach mal kurz auf Pause drückst und gleich weiterschaust und dir einfach mal einen Moment Zeit nimmst, um vielleicht zu schauen, welche Situation habe ich, wo ich aus der Haut fahre, wo ich Leute vielleicht auch nur innerlich verurteile, anschreie und wirklich ja, aus mir rausgehe und mir denke, boah, bin ich jetzt gerade sauer. Du kannst es auch gerne aufschreiben, dir einen Zettel schnappen, Stift und dann gleich weiterschauen. Der zweite Punkt, der mich davon abhält, dass das Licht Gottes, dass das Feuer Gottes in mir brennt und mich dabei einschränkt, dass ich dieses Feuer nach außen trage, das ist für mich der Egoismus. Und Egoismus, das glaube ich, mit dem Wort kann jeder von uns bestimmt etwas verbinden. Wir sind zum Beispiel in so einer schnellen Welt inzwischen, dass wir uns häufig neue Dinge kaufen können. Alles, was gerade im Angebot ist. Komm, Amazon, Black Friday und alles reduziert und nochmal 50% drauf. Und ich habe letztens noch ein neues Handy und dann kann ich mir noch neue Klamotten kaufen.
Und dann gucke ich mir das eben schnell im Internet an und bei Amazon und Zalando und etc. habe ich das in fünf Minuten bestellt und am nächsten Tag ist es da. Es ist so schnelllebig. Und teilweise liegen die Sachen dann trotzdem noch im Schrank. Und ich habe inzwischen 5 Hosen zu Hause, aber eigentlich trage ich nur 2. Und inzwischen habe ich auch 2 Handys, aber eigentlich liegt eins davon nur in der Schublade. Ganz nach dem Motto, lieber haben als brauchen. Ich habe zu viel. Ich habe davon zu viel, weil ich es mir holen will. Und andere haben davon vielleicht zu wenig oder gar nichts. Natürlich kannst du das Beispiel jetzt auch weiterspinnen. Klamotten und Handy sind nur eine Sache. Und die Menschen, die gar nichts haben, ja, die haben dann manchmal wirklich auch gar nichts. Also noch nicht mal was zu essen oder zu trinken. Leben vielleicht auf der Straße. Und ich glaube, gerade in diesen egoistischen Weisen, die wir da so haben, ist unser Handeln auch nicht immer von Nächstenliebe, auch nicht immer von Rücksicht, auch nicht immer von Wärme bestimmt. Und als ich darüber nachgedacht habe, hat mich das sehr an den Lesungstext von dem letzten Gottesdienst erinnert, vom Sonntag. Und zwar möchte ich den mit euch einmal lesen. Wenn du eine Bibel zu Hause hast, lade ich dich ein, den gerne mitzulesen. Und zwar steht er in Matthäus 25. Und ich lese mal ab dem Vers 34. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Einfach nur mal bis hierhin. Wir haben es gerade gehört, ich war durstig, ich war hungrig. Das sind so Grundbedürfnisse, die hat jeder von uns. Jeder hat mal Hunger, jeder hat mal Durst. Jeder freut sich über, gerade in diesen Zeiten, warme Kleidung. Und ganz am Ende dieses Vergleiches, ganz am Ende dieses Verses, wirst du das vielleicht lesen. Wenn du das weiterliest, ich lade dich gerne dazu ein, das zu Hause selber noch nachzulesen. Da heißt es, das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich denke mir, einer der geringsten Brüder, das kann jeder sein. Das kann ein Mensch sein, den ich kenne. Das kann aber auch ein Mensch sein, den ich gar nicht kenne. Das kann ein guter Freund sein. Das kann aber auch ein Fremder sein. Und in solchen Situationen frage ich mich, wie schwer ist es, Gutes zu tun? Das Feuer, was in mir brennt, diese Wärme, diese Liebe, die von mir ausgeht, die Gott in mich gesetzt hat. Wie schwer ist es, das als Wärmespender für andere einzusetzen? Die eigene Kleidung, von der ich gerade erzählt habe, ne? Jeder von euch hat irgendwas, was mal im Schrank liegt und was man vielleicht gar nicht braucht. Die einfach zu verschenken und sagen, hey, ich nehme mir nichts weg, weil ich brauche es ja nicht, aber dort schaffe ich Großes. Dort ist es gut angekommen. Und auch hier kannst du das Beispiel von Essen und Trinken, Kleidung immer weiterspinnen. Auch letzte Woche im Gottesdienst war Britta vorne und hat erzählt, dass sie Brote schmiert für andere Menschen. Und ich finde es immer schön, wenn Menschen von sowas berichten, nicht weil sie stolz darauf sind, dass sie das selber machen und weil sie sich dafür abfeiern und denken, hey, hast du schon gehört, ich mache dies und jenes,
sondern bei Britta habe ich gesehen, die macht das mit vollem Herzen, weil sie weiß, sie tut damit Gutes. Sie macht einen kleinen Aufwand, nimmt sich eine geringe Zeit dafür, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde an einem Tag Zeit und hat damit eine große Wirkung. Ich habe das einmal gehabt, da bin ich vor Jahren, das ist bestimmt schon 2, 3 Jahre her, in der Sögestraße gewesen und wollte selber gerade einkaufen. Und ich hatte Zeit und dachte mir, wo muss ich jetzt noch hin? Ah, H&M, alles klar. Und vor H&M stand einer, der hatte ein Schild, auf dem stand nicht, ich habe Hunger oder ich habe Durst oder das, was man sonst liest, wenn Menschen auf der Straße sitzen, sondern auf seinem Schild stand, ich brauche Socken. Ich habe das gelesen im Vorbeigehen und bin kurz stehen geblieben und dachte mir, ich brauche Socken. Und dann bin ich zu ihm hin und habe ihn kurz gefragt, sag mal, du brauchst Socken, warum? Es war ein bisschen früher als jetzt, würde ich sagen, also es war so Herbst, es war auch schon kalt. Und dann guckte er runter auf seine Füße und zog sein Hosenbein hoch und zeigte mir, hier. Und dann hatte er eine löchrige Socke und an dem anderen Fuß gar keine Socke. Ich dachte mir, boah, so ohne Socken, ey, boah, das ist schon ganz schön kalt. Und da ich ja eh vor H&M stand, habe ich gedacht, naja, komm, ganz ehrlich, Socken brauchst du eigentlich auch. Man kann ja nie genug Socken haben, die gehen ja andauernd verloren. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was hältst du davon, wenn ich uns beiden Socken kaufe? Und er sagte, ja Mensch, super, ne, welche Schuhgröße hast du denn? Zufälligerweise hatten wir noch die gleiche Schuhgröße. Dann habe ich uns beide schwarze Socken gekauft. Hat 3, 4 Euro gekostet. Für mich war das sowieso Geld, was ich für irgendwas anderes vielleicht ausgegeben hätte an dem Tag. Für ihn war das aber super cool, der brauchte endlich nicht mehr seine löchrige Socke anziehen. Da hat er 3 Paar Socken von mir bekommen, ich habe die anderen 3 Paar genommen und wir beide waren glücklich. In Jakobus steht im Kapitel 2, Vers 15 und 16. Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Ich lade dich wieder ein, auch hier wieder, wenn du von zu Hause zuschaust, auf Pause zu drücken und für dich zu überlegen, hey, wo kann ich manchmal Gutes tun? Wo kann ich kleine Sachen machen? Einfach mal drüber nachdenken. Es kann auch ein Lächeln sein. Das ist auch eine gute Tat, jemand anderen anlächeln. Hatten wir am Dienstag, als Sandra das in unserer Story gepostet hat. Einfach mal Menschen zum Grinsen bringen. Fand ich schön. Schreibt es auch wieder gerne auf und dann machen wir danach weiter. Vielleicht schreibst du aber auch über das eine, was du aufgeschrieben hast, To-Dos oder Dinge, die ich noch machen will. Und über das andere schreibst du dann Dinge, die ich nicht mehr machen will. In Stresssituationen aggressiv reagieren. Anderen die Schuld geben für meine eigenen Fehler. Lieber Gutes tun. Lieber Wärme, Nächstenliebe einfach mal weitergeben. Und wenn du keine Ideen hast, dann schreib mir gerne. Oder schreib uns gerne. Schreib einfach jemandem vom Jugendleitungsteam. Ich glaube, es gibt immer was Gutes zu tun. Und selbst wenn du keine Zeit hast und sagst, hey, ich bin so im Stress und boah, ich weiß nicht, wann ich das noch unterbringen soll in meinem Alltag, weil ich habe 1000 Termine, kann ich völlig verstehen. Aber dann bete. Denn dafür hast du immer Zeit. Zum Abschluss möchte ich euch gerne eine kleine Geschichte erzählen von meinem Neffen. Der ist jetzt 2,5 Jahre alt
Und ich bin einfach super, super dankbar, dass ich ihn bisher schon so häufig sehen konnte und sehen konnte, wie er groß wird. Und natürlich versteht man als kleines Kind noch nicht viel von der Welt. Und man erfährt immer wieder Neues und lernt so viel. Und zuletzt war ja Halloween. Und als ich klein war, war das auch schon so. Man ist so um die Halloween-Zeit mit den Kindern Laterne laufen gegangen. Und mein kleiner Neffe hat das natürlich so total gefeiert. Der hat eine kleine Laterne bekommen, die durfte er dann auch tragen. Und kleine Kinder damals in meinem Alter, als ich klein war, haben dann gesungen, ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben, da leuchten die Sterne und hier unten, da leuchten wir. Und ich hoffe für dich, dass, sie wird noch größer, so ein kleines Licht in dir auch weiter brennt. Vorhin hat sie besser gebrannt. Enttäuschend. Und sich nicht durch Stress, ich nehme mal hier das Feuerzeug, da ist ein bisschen mehr Flamme. Guck mal. Oder Egoismus auspusten lässt, dass dein Feuer, was Gott in dir entzündet hat, immer weiter brennt. Ach, guck mal. Okay. Denn in der Dunkelheit, ist das hier das Einzige, was Licht spendet. Das Einzige, was uns den Weg weist. Und das Einzige, was uns Wärme gibt. Wärme und Geborgenheit. Ich wünsche dir, dass das Feuer Gottes in dir weiterbrennt, dein Leben lang. Amen.